Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Danny Röpi und ich brauche euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. In der letzten Folge haben wir Monstro geschafft. Und jetzt gehen wir zu der Welt, zu der wir eigentlich hin wollen. Und hoffen, dass Monstro nicht dazwischen kommt, weil manchmal taucht er auf und manchmal nicht. Ich muss mal kurz überlegen. Wenn wir aus Monstro rausgehen. Ich warte mich mal dahin. Mal gucken. Weiß nicht, ob wir direkt bei dem rauskommen oder ob wir bei Akaba landen. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass Monstro auftaucht, ist mal so, mal so. Und ich wollte übrigens in der Story, okay, der kommt jetzt. Wenn die Dinger da verschwinden, dann kommt der immer. Verdammt. Wir können Monstro vielleicht noch ein bisschen nachgucken. Wir können jetzt höher springen. Obwohl, nee. Ich will erstmal bis zu einer bestimmten Welt spielen, mit der wir eine weitere Gruppenfähigkeit bekommen, mit der wir dann alles erkunden können. Aber bis dahin dauert es noch ein bisschen. So ein paar Welten, glaube ich. Ja. Und das Turnier könnten wir theoretisch auch schon machen, aber das machen wir auch, weiß nicht. Vielleicht, wenn wir die nächste Welt geschafft haben. Weil, als wir eine Turnier letztens bekommen haben, den Phil Cup, da haben wir ja auch schon direkt auf die Fräse gekriegt. Als wir ihn versucht haben. Da muss ich auch erst eine Welt machen. Und ja, das machen wir jetzt auch so ungefähr. So, und wir sind jetzt hier gelandet. Und das ist gut, weil dann können wir jetzt nämlich hier hingehen. Zu der Welt, wo wir eigentlich hin sollten. Mit den 5 Sternen. Sehr schön. Ich kann nicht invertieren. Nee, nee. Okay, da kann ich wegmachen. R2. Das interessiert mich gar nicht. Die verrecken nicht. Boah, ich sollte mein Gummistiefel wirklich mal verbessern. Au! Oh Mann, echt? Okay. Das ist nur ein kurzer Weg, also das müsste man doch schaffen mit dem Ding. Dann gucke ich mal irgendwie, ob ich bald mal ein neues Gummistiefel hier herstellen kann. Aber nur einmal gerammt werden und dann direkt K.O. gehen, das ist nicht so ein gutes Zeichen, habe ich so das Gefühl. Ja. Dann weichen wir den eben aus. Wenn ihr auch nicht kaputt hauen. Aber er ist nicht mehr weit. Wir haben schon die Hälfte des Wegs hier abgeschlossen, wegen Monstro. Also ja. Oh, Schiff. Lamia. Ja, okay, ist gut mit diesen Porschen. Porsche, Porsches, Porschen, weiß nicht. Und da ist unsere neue Welt. Schön, ne? Neue Highscore. Atlantica landen. Ich werde zum Landeflug ansetzen. Seid ihr bereit? Landen? Ich sehe überall nur Wasser. Wir werden ertrinken. Ich bin eine Ente. Pech gehabt. Was glaubst du eigentlich, wer ich bin? Ich bin Donald, der Zauberer. Wie gesagt, Donald ist eine Ente. Also, der kann da locker. Obwohl eigentlich nicht, ne? Enten können nicht die Luft anhalten, so lange. Egal. Oh, schön. Yay. Ich bin mehr junger Mann. Sebastian, they don't look like one of them. Right, Flounder? I don't know. There's something weird about them. What do you mean? Wir sind doch nur ein Schildkrötenhund, ein Enten, Oktopus und ein Meerjungmann. You do seem a little different. Where are you from?
Beim Sora sieht er als einziger noch ein bisschen normal aus in der Welt, aber okay. Sebastian can show you how we swim around here. Ariel, King Triton would not like this. Oh, don't worry. Was wird ihm nicht gefallen, dass sie uns schwimmen beibringt? Was? Du hast gleich reden. Okay, jetzt lernt ihr richtig zu schwimmen. Schwimmen mit dem linken Stick, tauchen mit Kreis und tauchen mit Kreis auf und mit Viereck ab. Lass die Tasten los, um wieder normal weiter zu schwimmen. Fabius wird euch zeigen. Versucht ihn zu fangen. Los, auf geht's. Also los geht's, meine ich. Ich hoffe, ich kriege keine Copyright-Probleme wegen dem Lied. Berühren, ja. Berühren. Ah, berühren. Berühren, habe ich gesagt. Berühren. Ich habe ihn in der Tat berührt. In seinem Herz. Wie heißt der Englisch? Plunder? Ist das ein bescheuerter Name? Wo ist er? Bams. Ha! Ist jetzt langsam gut. Den tut es sofort an, wie sie an. Aber wenn ich zur Arena des Olymps gehe und irgendwas anvisieren will, wird immer halt anvisieren, was ich nicht will. Was? Wie viel Glück? Nehmt automatisch an, dass wir uns um die kümmern, ne? Na kommt mal her. Ihr seelenlosen Viecher. Oh, Tech-Punkte. Ich brauche ein paar P für Goofy. Damit der Dings lernen kann. Seine Imba-Fähigkeit, wo der uns ein paar P gibt. Wow, gut gemacht. Ja, ich weiß. Wir sind einfach gut. Ein Speicherpunkt. Wir waren noch nie so fasziniert von einem Speicherpunkt. Diese Kreaturen haben uns verfolgt. Oh nein, diese Monster wollen vielleicht auch zum Palast. Wir sollten lieber sofort zurückschwimmen. Aber wer, wenn wir noch... Aber wenn wir noch mehr von denen begegnen? Tut mir leid, aber wir brauchen eure Hilfe. Bitte komm mit uns zum Palast. Die drei Zackzeichen an den Wänden weisen den Weg. Solange wir ihnen folgen, verirren wir uns nicht. Okay, los geht's. Ja. Weiß ich nicht. Nehmen wir mal Donut raus. Wo wir ihn haben als letztes rausgenommen. Letztes war Aladdin, ne? Den haben wir für Goofy, glaube ich, genommen. Weiß ich gar nicht mehr. Ja, wir sind Goofy Action. So, erstmal nehmen wir von dir die ganzen Sachen, weil du tust sie im ersten Kampf hier direkt alle verballern. Das ist mal so richtig doof. So, was hast du denn? Blitzring, Protest und so weiter und so fort. Frohnatur, Esprit, Charmeur. Noch mehr im Aero Potion. Ah, Vita Potion. Ja, genau, sie macht auch so Magieangriffe. Gut, habe ich mir so im Hinterkopf gedacht, deswegen wollte ich Donald raus haben. Wobei ich Donald hasse. Nein. Tritons, Unterwasserreich. Atlantica? Wissen nur alle, wie die in echt heißen. Jetzt gucken wir erstmal hier überall. Elixier erhalten. Das sind sozusagen die Art Truhen hier in dem Spiel. Ja gut. Ma. Geh auf. Na, im Kampf gehen die nicht auf. Eben so. Ding ist voll stark hier. Die Abschlussangriffe sind stark.
Ich meine, wie viel er abzieht. Mach hoch. Sehr gut. Wir haben auch zum ersten Mal weibliche Unterstützung. Ja, fällt mir gerade auf. Mal gut, ne? Ja, ich muss wieder zwei Level stärker werden als in der letzten Aufnahme. Das ist jetzt immer so gewesen, außer einmal. Der große Traditionsbrecher von einer Woche. Da geht's irgendwo, ja. Gucken wir uns hier noch weiter um. Das ist eine rote Muschel. Die machen wir fertig. Uff. Was ich die Muschel ja an, wie sie an. Oh Mann. So kriegen wir viel MP. Also in Form von Bläschen. So, mach hin, Profi. Mithrilerz. Das ist auch noch was. Boah, Mann. Zack. Und zack. Zur Nietstein. Wuff. Wuff. Das Kämpfen hier ist ein bisschen komisch. Ich weiß. Und ihr müsst echt auf eure Dings mal aufpassen. Auf eure MP. Was? Ich glaube, ich habe gerade irgendwas aktiviert. So, wo waren wir denn hier schon? Überall. Die gehen automatisch wieder zu, die Dinger, ne? Den kann ich nicht so genau gucken, ob wir schon geöffnet haben oder nicht. Warum ist unsere Magie so schwach? Der Blitz ist jedenfalls schwach. Feuer zieht viel ab. Oh, her damit. Ich glaube, von Atlantica Bombe viele solche Sachen. Wir brauchen Donnerquarz oft. Ich weiß nur nicht für was. Ich glaube, da brauchen wir oft. So, das habe ich schon geöffnet, ne? Ja. Da, wo waren wir denn noch nicht? Da, hinten. Haben wir die schon geöffnet? Wenn die Monster auftauchen, Herzlose meine ich. Okay, wie konnte ich die öffnen und habe die verpasst? Wie habe ich denn bitte schon da hinten das Ding geöffnet und die ja gleichzeitig verpasst? Oh, die gehen direkt zu. Ma. Da unten war ich. Ich glaube, ich war überall. Es ist nicht so, als würde ich irgendwas Wichtiges verpassen. Wenn ich hier. War ich da jetzt? Ich glaube ja. Naja, verdammt. Es ist nicht wirklich, als würde ich was Wichtiges verpassen. Ich hier die Schatztruhen übersehe. Das ist ja blöd an dem ersten Teil noch. Geht's hier weiter irgendwo? Wow. Nein, da will ich nicht hin. Mal zum. Er kommt schon wieder. Gehen wir da rein. Ich glaube, ich habe meinen Ausgang verpasst. Menno. Nee, folgen wir den Dreizack. Der Dreizack weist unseren Weg. Das war grammatisch falsch. Egal. Merkt keiner.
So. Muss ich hin da rein. Ich gemein. Alter. Wenn ich meine Angriffe abziehen. Nur mein Feuer und mein Dings ziehen viel ab. Was ist denn hier los? Ja, da sind so Giftdinger. Weiß bis heute nicht, was die machen. Ja, Gravit, das hatten wir auch noch nicht, ne? Was weiß ich. Muss ja noch nicht. Irgendeinen Sinn haben. Ach, ihr Typen. Gib mir MP. Danke. Brauche ich. So. Nein, danke. Und jetzt er. Bringt zwar, glaube ich, nicht so, aber egal. Sehr schön. Hat es nicht so gebracht. Egal. Ja, ich hätte, glaube ich, ja, ich glaube, das geht noch nicht. Aber ich glaube, ich stärkere Version von Aero. Und mehr MP, glaube ich. Weiß ich nicht. Hüte erhalten. Sehr schönes Lied. Was machen Geister unter Wasser? Und die Seelen von verlorenen Piraten oder was? Buff. Wo ist er? Ich hab den immer nicht erledigt, ernsthaft. Da. Einer meiner Schläge tut mir so ein Fitzelchen abziehen. Also, weil ich mit meinem Abschlussangriff komme, sind sie alle weg. Das ist doch brutal. So, ich muss mal kurz überlegen. Da, hallo. Hallo. Buff, Maximum LP. Buff. Buff. So, jetzt gib mir das. Duff. Ja. Diese Dinger rein zu navigieren, ne? Will ich die Muschel anvisieren, Mann? Boah. Lunastein. Au. Ach, der ist schon tot. Aber ich wollte ihn doch töten. Ja, doch wieder auf. Hof. Und so blöd zu navigieren, ne? Au, was? Das ist... Ma. Komm her. Klatsch, sie klatschen einfach weg. Ohrfeigenmodus. Was vom LP? Ja, wir kriegen alle LP. Ja, Ariels Versteck, gehen wir mal da rein. Wo wir irgendwas Wichtiges machen, ne? Weil hier haben wir Schatztruhen. Buff. Den ich berühre, egal. Und ich mach deine Sachen kaputt, na? Oh, ich hab deine Sachen kaputt gemacht. Oh, schön. Schön. Da ist eine Truhe, da will ich reingucken. Ich öffne, mich kaputt machen, das weiß ich. Noch eine Truhe. Ja, damit.
Ihr habt den Schlüssel dafür. Da. Puff, muss da noch. Irgendwo ist noch eine. Noch eine? Ja, da. Verlorene Seite. Yeah, eine verlorene Seite. Schön. Boah, Knochen. So, soll ich ihn mal zum Ticken bringen? Oh, schade. Ich mal hier um den Globus machen, dann dreht er sich die ganze Zeit. Das wird doch geil. Ich bin nicht drauf gekommen. Ey. Ah. Also haben wir gegen genug Leute gekämpft, habe ich so für. Egal. Die einfach kaputt klatscht. Extrem Blitz Bitch Slap Attack. Mega Potion. Noch irgendwo? Nö. Dann weiter im Text. In die Quere. Geh mal weiter. Ich glaube, ich habe nichts übersehen. Wenn dann ist es echt nicht witzig. Hey, ihr Typen, ihr hinter ist Donnerquarz. Gib mir das. Ist für irgendwas wichtig, wenn ich nur wüsste, für was. Doof. Ja, die Waffe zu wechseln war richtig gut. Hatte ich vorher die Wunderlampe. Das war, glaube ich, ein Schaden mehr gemacht, aber für Toni Abschlussangriff hier alles vernichten, habe ich das Gefühl. Mach Hof. Mega Ether. Ja, hier sind. Verlorene Seite ist wichtig, das einzige Wichtige, was wir hier gefunden haben bis jetzt. Das andere ist jetzt nicht so wichtig. Mithrilerz. Da war ein Trio-Tisch. Unter Wasser. Stell ich mal einen Trio-Sprung hier vor. So. Alter. Alter. Ah. In den Kopf gestoßen. Ah. Sehr gut gemacht. Ist levelmäßig aus. Nicht so gut. Dann streiben wir die Story ein bisschen voran. Muss ja auch mal sein, ne? Dann, ich komme mit dem Projekt irgendwie schneller voran, als ich gedacht hätte. Komisch, ne? Bullshit, die Viecher sind im Umgang gegen Blitze. Ich beweise es euch gleich. Warum guckst du denn uns so an? Behold, you sweep before the ruler of the seas, His Majesty King Triton. And who are they? They helped us fight off those creatures. They don't look familiar. We're from an ocean very far away. Yup, we came to find the keyhole. The what? What's that? Well, it's a... There's no such thing, certainly not here. But Daddy! Ariel, not another word! You are not to leave the palace.
is that clear? Und da verlässt sie den Palast. Was zum Neuen? Perhaps I'm being too strict. I'm just concerned for her safety. Of course, Your Majesty. But I must admit, now I'm quite curious about this keyhole. That need not concern you, Sebastian. Have you anything to report? Just as you suspected, Your Majesty, they seem to be coming from Ursula's grotto. I knew it. That sea witch is up to no good again. A sea exile from the palace has taught her nothing. Yes, she poses serious danger. And I told you to keep Ariel away from such danger, did I not? Your Majesty, please, I... Dass ja schon mal jemand herausgepointet hat, was soll er denn dagegen machen? Soll er Ariel irgendwie in den Wang kneifen oder was? So, ich könnte jetzt mal gucken hier drin. Ich glaube, der Part könnte ein bisschen kürzer werden als sonst. Eine halbe Stunde. Oh. Kabam! Da mal ein Speicherpunkt. Kann man auch so faszinierend angucken, das hätten wir noch nie eingesehen. Hi. Ariel ist die Prinzessin von Atlantica. Aber temperamentvoll wie sie ist, verlässt sie oft den Palast. Sie sollte sich benehmen, wie es sich für eine Prinzessin geziemt. Seid ihr so den ganzen Weg hierher geschwommen? Hm. Wer immer ihr seid, danke, dass ihr Ariel geholfen habt. Hm. Ja, speichern. Aber wenn ich keine Gegner mehr, ich habe noch ein paar Minuten. Muss ja irgendwie ausgefüllt werden. 27 Minuten, geht doch nicht. Hallo? Ich weiß, ich habe die gerade alle erledigt, aber ist doch egal. Können wir ruhig nochmal auftauchen. Irgendwo anders ist kein Speicher. Oh, hi. So, hier Blitz. Heilt die sogar. Ein Triton haut sie mit Blitzen kaputt. Hex. Oh, hab ich das schon geöffnet? Ich glaube ja, ne? Ja. Ne, das ist eine normale Muschel. Eine normale Muschel! Ach, ich komme nicht vorbei. Na gut, dann kann ich den Part hier beenden. Ist ja lang genug. 28 Minuten, gleich 29. Oh mein Gott. Dann, oh, jetzt muss ich das Ding nochmal aufmachen. Na gut, dann beende ich den Part hier und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.